denn? Ich habe eine Pionierwaffe. Keine Badabum-Waffe. Benutzen kannst du theoretisch aber schon, oder? Schon, aber die, ach, ich nehme die jetzt erstmal. Ich lasse die andere mal im Inventar. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. So, was machen wir Feines? Keine Ahnung. Leveln. Denke ich auch, das klingt. So, muss ich auch treffen. Effektiv. Ups. Bin ich mal gespannt, wie ich mit der Pionierwaffe klarkomme. Aber bestimmt auch nicht schlechter. Ich habe ja schon Pionier gespielt, bis Level 13 oder so. Möchtet ihr weiter in Zertor bleiben, dann komme ich rüber? Oder möchtet ihr nach Devil's Tusk gehen? Ich möchte schnell 40 werden. Dann Devil's Tusk. Ja, würde ich auch sagen. Wir können ja erstmal die Mission machen, rüberfliegen. Ach, ich würde Tia erst auf 37 bringen, damit sie die Mission machen kann. Das ist schon, die ist geil. Was denkst du, Tötz? Ich bin gleich 37. Okay. Dann komme ich schon mal in eure Richtung. Naja, es gibt schlimmere Waffen. Naja, der Vorteil ist, du kannst mit der rechten Maustaste deine Gerätschaften reparieren. Ja, das stimmt. Wie viel fehlt dir noch für 37 ungefähr? So 4 mm. Viel? Was? Ja, auf dem Erfahrungsbalken. Da sind Zamper. Das sind ungefähr, keine Ahnung, 2000 Erfahrungspunkte oder so. Na, dann lass uns den Zamper machen. Und da kriegst du keine Erfahrungspunkte für, glaube ich, wenn er nicht von dir ist. Wenn er nicht von dir oder deiner Gruppe ist. Ja, es bringt ein abgestürzter Zamper. Achso. Ich wollte gerade sagen, der wird mir gar nicht als solcher angezeigt. Es gibt auch Chosen Thumper, habe ich gesehen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, was in die Devil's machen. Tusk. Ja, so weit war ich noch nicht. Aber bald. Ich war nach Devil's Tusk rübergegangen, hatte erstmal Angst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Nachdem ich mit dem Rhino hier von zerschnitten wurde, ich auch. Ich habe übrigens herausgefunden, warum. Rhino? Dreadnought, er verwechselt das. Dreadnought, ja. Nee, ist mein dritter Level 40er, weißt du. Hab ich gestern gemacht. Level up. Ja, geht's halt. Sehr schön. Nee, auf jeden Fall. Ich habe herausgefunden, warum ich mit meinem Dreadnought nicht so gut überlebe wie mit dem Nighthawk. Der Dreadnought. Ja. Bisschen so Tecumseh Airbase. Genau. Mein Dreadnought ist einfach darauf ausgelegt, stehen zu bleiben und richtig viel auszuteilen. So für Gruppenplay. Und das darfst du einfach in Devil's Tusk nicht, wenn du nicht in der Gruppe bist. Mit dem Nighthawk, wo ich nicht darauf ausgelegt bin, stehen zu bleiben, hatte ich auch mit schlechterem Gear kein Problem. Und natürlich ist mein Gear von meinem Red noch nicht so gut gewesen am Anfang. Bin ich schon in eurer Instanz? Nein, das ist ich meine in eurer Gruppe. Genau, ist mir auch aufgefallen. Ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass das Spiel sich mal wieder nicht intelligent verhält. Dankeschön. Du müsstest irgendwie einen Wegpunkt haben mit so einer Flagge drauf. Siehst du den Tier? Ja. Teufelszähnchen Landungsschiff. Genau. Im Deutschen heißt das Teufelszähnchen, das ist ja süß. Nein, heißt das Teufelszahn. Das macht das Ganze nicht mehr so bedrohlich. Aber was kann da Schlimmes passieren? Nichts, absolut gar nichts. Ich hab den jetzt nur ungefähr gesagt, ich sehe den nämlich nicht mehr. Nö, du fährst schon ganz richtig. Der ist südlich von der Airbase.
Wir dich nicht um, wir werden verfolgt. Ich sehe schon auf der Karte. Wir werden verflattert. Verflattert. Das ist ja ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen. Hier? Ach, hier sind die Events übrigens. Das ist ärgerlich, dass ich. Ja, ich würde gerne mal. Da mitmachen? Ja. Gibt Mucho XP. Das muss man nochmal einfach töten, Mucho, oder? Ja, pass auf, am besten einfach töten. Und wenn diese Bogenteleportierer kaputt gehen, einfach reparieren. Kann ich nicht. Oder ich repariere sie. Doch, ich bei mir. Cool. Oder ich repariere sie mit meinem Strahl. Nur das kannst du, ist das natürlich absolut geil. Kann die Leute ja auch wieder beleben. Cool. Ich habe kein Problem damit, die zu reparieren. Das ist, das funktioniert. Cool. Dauert noch knapp 2 Minuten. Wenn die das hier ganz lassen würden. Das ruckelt so furchtbar. Ja, bei mir ruckelt es auch gerade zum ersten Mal so richtig bei krass. Mir auch. Alter, das ruckelt. Die gehen, kriegen das aber schneller kaputt, als ich es reparieren kann. Ja, das ist ziemlich alles, was hier los ist. Zum Glück kann das aber jeder reparieren, das ist das ganz Gute. Was? Geil bei diesen Events ist, dass du eigentlich zielen musst. Ja. Das ist aber auch gleichzeitig das Doofe. Mein Rechner schafft das einfach nicht wirklich gut hier. Kein Rechner schafft das so richtig gut. Meiner schafft es auch nicht. Nicht mal der Server von denen. Da haben wir es doch gleich. Ja, ich muss sagen, bei dieser Mission hier ist der Reparaturstrahl echt praktisch. Reparaturstrahl. Angeblich ist es vorbei, aber... Ah, jetzt. Wollte schon sagen. Ja, das ruckelt auf dem Server. Das okay. Hat aber nicht so viele Coupons gegeben. Ja. Ich habe es gerade gar nicht geguckt, wie viele. Vielleicht, weil wir nicht so lange dabei waren oder so. Das gehen wir davon aus. Ich glaube, hier ist noch irgend sowas. Ja. Hier ist gerade ein Schusenüberfall. Auf hier sind überall noch mehr Aranias. Ey, die Welt ist ein bisschen klein für die ganzen Events. Wo gehen denn jetzt inzwischen? Oh, laufe ich in die falsche Richtung. Nee, du sagst einfach, wo wir hin sollen und dann ist gut. Zum Teufelszähnchen müssen wir doch hin, ne? Also hier bei den Aranias wünsche ich mir, ich hätte meinen Granatwerfer wieder. Ah. Ich wünsche, ich hätte einfach einen großen Granatwerfer. Wollte ich ja einen wiederbeleben, dann haben die Aranias den auseinandergeflügt. Sauerei. Da ist ein Bioelectric Disruptor. Oh nein, 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 nein. Noch mehr ruckeln. Weiß nicht, das, was der macht. Das ist der andere Event. Kurz erklärt, hier gibt es ja diese Bio-Eruptor, da müsst ihr euch so eine Mine holen. Und die müsst ihr mit ein bisschen Glück, also ein bisschen Frickelei, an dieses Aranienest dran pappen. Dann explodiert das, dann kommen Bioproben, die muss man holen. Dann in so einen komischen Container stecken, bis der voll ist und alle sind glücklich. Ich glaube, die Server sind gerade etwas überfordert. Ja, das glaube ich auch. Und hier ist auch noch ein Unfall. Aber mein Rechner ist zusätzlich auch noch überfordert. Hier ist auch gleichzeitig noch ein Unfall. Motorrad. Und Chosen. Haben die gerade die Zergs gerufen? Ne, die Tyranniden. Die sind eigentlich schlimmer als die Zergs. Die treten ja echt in Schwärmen auf hier. Queen down, Queen down. Vorsicht, da hinten sind noch ein paar Banelinge. Was? Oh, ein Ultralisk. Scheiße. Wenn hier wirklich ein Ultralisk wäre, wäre es immerhin lustig.
Definiere Siege Tanks! Siege Tanks! Ich bin Ghost, ich bin Ghost. Ich stelle mich auf den Berg und mache einen Nuklearschlag. Ja, super, was bin ich? Ein Space Marine? Ich mag Steine. Du bist so ein Firebat, weißt du? Ja, Firebat, stimmt. Oh, keine Munition mehr. Müsste eigentlich fliegen, also. Firebat? Nee. Jetzt war der Reaper, der fliegt, oder? Ich dachte, er ist jetzt Terraner. Ja, Firebat ist doch der feuerspuckende Feuerklasse. Geht's nur im Singleplayer, ja, glaube ich. Die Reaper, das sind ja von denen, die die Flugeinheiten. Die Fliegenden, genau, die Jetpack-Typen. Ich frag mich gerade, ist es okay, wenn man einfach ballert, wie bekloppt? Ich kann nichts anderes machen, es ruckelt einfach zu stark. Und bei mir ist es nicht nur der Server, bei mir ist es wirklich ruckeln, wenn meine Grafikkarte da nicht hinterherkommt. Nee, das ich weiß, ist, ich glaube, das ist so. Ich habe einfach Angst, dass mein Notebook gleich explodiert. Jetzt müsste eigentlich jemand in den Stream kommen und sagen, es laggt. Wir sollten die Warnung aussprechen, das liegt nicht an Internetverbindung. Fällt mich hier noch so scheiße an, ey. Ihr solltet gleich auf jeden Fall einen größeren Schritt vor dem Aranernest machen, weil da kommt gleich eine Rakete runter. Das sieht dann wirklich aus wie so von Ghost-Nuklearschlag. Das habe ich eben schon erlebt. Oh, Telefon. Ungünstiger Moment. Du hättest die Telefonnummer nicht an die Chosen weitergeben sollen. Ja, nein. Ist mein Nuklearschlag schon eingetroffen? Oh nein! Was ist los? Sie wurde ganz getötet, während ich versucht habe, sie wiederzubeleben. Was mir vorhin auch passiert. Ja, wir haben es geschafft. Ey, ich hab nur geballert, wie bekloppt. Ich auch. Sehr schön. Ja, ich hab nur Nuklearschlag gerufen, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Schadenszahlen gar nicht so mitkommen. Ich habe im Stream übrigens Kätzchenkamera an. Cool. Hattest du gestern noch mitbekommen, wie ich das Perk vom Nighthawk entdeckt habe, was alle 7 Sekunden mit 10% Chance pro Schuss einen 50% Rapid-Fire-Bonus machen kann? Nee. Mein Rhino hat das und wenn das prockt und der im Turmmodus ist, dann macht's noch... Okay. Anwurm. Das ist übrigens, glaube ich, schon vorgestern. Ich habe kein Zeitverhältnis mehr, seitdem ich zu viel Firefall gespielt habe. Ich habe mal den Datenwurm repariert. Very good. Wenn ich mir schon die falsche Waffe kaufe, dann sollte ich die jetzt auch so nutzen, wie sie genutzt werden muss. Genau, das finde ich auch. Ich finde die auch nicht schlecht. Allerdings muss ich sagen, bei Bastion, ich finde den Granatwerfer halt einfach viel zu lustig. Das Problem hier ist, dass die keinen Flächenschaden macht. Ja. Eher so ein punktueller Laser, aber gut. Ein Laser? Laser. Laserstrahl. Achso, verdammt, ihr könnt die Anführungszeichen ja gar nicht sehen. Hier, Orbitalverteidigung. Oh. Das hab ich heute auch schon, nicht machen. Habe ich heute auch schon 3 Stück mitgemacht. Das würde ich auch machen gleich. Ich ja, mag das nicht. Eine Minute? Die dauert. Die ist ja gerade erst aufgeplöppt. Naja, wenn wir dann gleich zu Gamma gehen, dann ist ja auch problematisch, weil da ist ja dann auch der Schluss. Gamma, Gamma, Chameleon. Too soon? Was hast du eigentlich für eine Färbung hier mittlerweile? Ja, das was? Ist nicht mehr das stellare Pony. Mega. Der Kasper. Barbary Lions habe ich momentan. Oh. Hat das nicht mehr Holm Gang? Ja, aber momentan nicht bei Barbary Lions. Holm Gang passt nicht so gut in die Devil's Task Mission, die wir machen wollen. Hast du das noch gibt's irgendeine. Nicht. Hast du noch irgendeine Färbung drin, irgendwas? Ich hab Camo drin. Ah.
habe eine Buy-Order für 400 reingestellt. Okay, ich denke, wir können schon los. Ja, ja. Doch, im Unfall würde dich mit dem Auto mitnehmen, ist nur so eine Überlegung. Alter. Ich sitze doch schon drin. Fahr mal, du, mit deinem fetten Auto, du. Ja, ich darf das. Wurde gerade von Tütz abgedrängt. It is upgraded. Ja, wie gesagt, ich würde gleich zu Gamma durchfahren. Müsste. Zu Gamma? Der hier voraus sein, oder? Ne, es ist Alpha. Okay. Ich laufe mal zu Gamma hin. Okay, da. Ich glaube, hier kommst du mit dem Auto nicht her. Und da unten ist noch so ein Proben-Event. Nee. Hier ist eine Straße, auf der ich gerade fahre. Gibt auch eine Straße dahin. Ja. Bis auf das letzte Stück, da muss man so ein bisschen hoch leitern. Na toll, ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch. Okay, ich muss eh da drum rum anscheinend. Chosen Dark Slips are trying to destroy OCT. If we align the nearby targeting dishes, we can use the orbital strike to blow them out. Dockelt hier auch extrem nervtötend. Nö, bei mir nicht. Ja, bei mir halt wegen der Grafikkarte. Oh, das sind nicht meine neue Karte? Ja, aber ich habe gerade kein Geld. Ach, verdammter Hacke! Hast du etwa ein Motorrad gekauft oder so? Meinst du, ich hätte mit 20 Euro eine ordentliche Grafikkarte gekriegt? Natürlich! Bei Lidl um die Ecke. Im Kühlkasten. Oh, guck mal, genau. Die ist ja noch gut. Guck mal, gibt eine Jogginghose dazu. Von Adidas. Jogginghosen sind super, wenn man spielt. Da ist Gamma, verdammte Hake. Hier ist noch Bum Bum Bremsen. Aufregend die Musik hier mal ist, wenn man die mal anhat. Hier ist eine Chosen Kapsel. Mach sie kaputt, mach sie weg. Töte sie. Broken. Ich glaube, ich bin Level 40. Cool. Congratulations! Da sagt man noch 100% oh. Und dann war's das. Ja, dann bist du Level 40. Dann bist du 40. Cool. Hab ich irgendwas gewonnen? Was denn, O? Haha, von hinten! Was? Jetzt geht's los! Wäre gut. Und das gab mal wieder fast 75.000 Erfahrungspunkte. Okay, ich habe mich offiziell geirrt. Es lohnt sich doch. Ach. Ach. Tut mir leid. Ich wollte nur... Ach. Wir mögen dich trotzdem. Hört sich nicht so an. Ich düse mal zum Teufelszahn-Landungsschiff. Weil sonst kommen wir da, glaube ich, nie an.